Alter, was geht ab, Leute? Hunger? Ich habe gerade einen Regi-Rock-Raid gemacht. Und ich habe das neue Update drauf und der Kreis war anders. Nicht nur das. Ihr könnt ihr auch sehen, zum Beispiel diese Animation und das Visor ganz anders aussieht. Also viele der Pokémon sehen jetzt anders aus. Zeige ich euch. Nee, der ist nicht mehr drin. Altera zum Beispiel richtig anders. Und das ist ja meistens so, zum Beispiel vor dem Sea Day, bevor das Shiny dann am Sea Day kommt, wird es am Abend davor oder so geändert. Also die Basisversion. Ja, ich bin gespannt, was morgen passiert. Morgen ist, also für mich morgen ist für euch heute. Ich lade das ja immer einen Tag danach hoch. Ja, ansonsten ist heute relativ ruhig. Ich mach mal was ich schon länger nicht gemacht habe. Und zwar einfach hier so durch die Gegend laufen. Harin auf Goldbring. Hier im oberen Teil, im nördlichen Teil von mir, war ich noch nicht so oft unterwegs. Ja, und da hinten ist auch noch ein Ei in 2 Minuten. Das sind 3 Ei. Mal schauen, vielleicht kommt Angela raus oder Alola Raichu. Ah ja, das ist so der Plan heute. Mal schauen, was sonst noch so passiert. So, kurze Planänderung. Ich habe von einer Pandya-Quest gehört. Die haben wir abgeholt. Und? Leider nichts. Schade, schade. Das ist immer noch Pandya Nummer 8. Ich denke mal, nächsten Monat kommt dann Pandya Nummer 7 oder so. Also nicht so Nummer 7, aber eine andere Nummer. Ja. Ich habe gestern mein Bestes bisher gefangen. Zeige ich euch mal kurz. 4,59. Muss ich noch genauer checken. So, ich zeige euch mal ein paar Sachen. Dann seht ihr, wie krass anders die jetzt aussehen momentan. Schaut mal jetzt das Halter an. Schon heftig. Oder auch Taubsi. Vor allem Taubsi ist hier ein Taubsi. Ne, Evoli. In Evoli sieht man es nicht so. Warte mal. Ich zeige euch mal ein Taubsi. Hier. Okay, hier sieht man es nicht so krass, aber wenn man es in der Wildnis fängt, zeige ich euch gleich. Wir haben hier noch ein Alola Raichu Raid. Also heute ist echt ruhig, heute geht echt nicht viel. Ja, machen wir den noch schnell und dann würde ich sagen, check den Stream heute Abend ab. Also für mich ist es morgen Abend, aber für euch ist es heute Abend. Sillybee kommt und ich glaube, es wird richtig heftig, noch andere Sachen. Ah, vielleicht wird es auch heute Abend noch angekündigt. Da muss ich das noch hinzufügen ins Video. Ab 20 Uhr, denke ich mal, sind wir live und dann bis Minimum 22 Uhr. Ich denke nicht, dass ich dann noch direkt rausgehen werde für die Sillybee Quests, aber ja, auf jeden Fall bis 22 Uhr Minimum. Irgendwie auch mal stärker am Anfang. Das Gefühl, der ist auch. Beim ersten Mal hatte ich mehr Probleme, hatte ich das Gefühl. Dann kommt wahrscheinlich auf das Muster dann. Vielleicht hat der beim ersten Mal ein besseres. Gedonner, kein Wunder, ja.
halbe Minute. So. 12, 24. 11, 82. Gemacht. Wir sind gerade auf dem Weg zu einem Tangela. Wir waren gerade im Livestream, haben schon gestreamt, aber da ist noch ein Tangela geschlüpft. Ihr wisst, das muss ich mitnehmen. Wir haben den Stream jetzt alleine gelassen, die paar Minuten. Schauen wir mal, vielleicht kommt noch was Gutes. Hoffentlich machen die keinen Unsinn im Stream. Ja, Tangela gefangen, blend sie ein, war nicht so gut, hoffentlich kommt noch ein gutes. Abschließend kann ich nur sagen, schaut heute Abend beim Stream vorbei ab 20 Uhr. Mir fällt gerade auf, es wurde gar nicht eine bestimmte Zeit genannt, wann Celebi kommt. Wir vermuten alle nur 22 Uhr, weil es halt immer 22 Uhr ist. Es könnte auch früher sein und der Stream ist völlig umsonst, aber wir werden es sehen. Ich sag mal trotzdem, schaut vorbei ab 20 Uhr. Aber das war's von mir, wie immer liken, subscriben, kommentieren. Checkt die anderen Videos ab. Folgt mir auf Instagram, Facebook, Twitter. Checkt den Shop ab. Vergesst nicht, Pokémon ist serious business.